Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor jeglicher Form von Gewalt und Ausbeutung ist für das Deutsche Institut für Menschenrechte zentral. In unseren Projekten und unseren Arbeitsabläufen sind wir verpflichtet, die Verwirklichung der Rechte von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Dazu gehört auch der Schutz von Kindern und Jugendlichen innerhalb unserer Institution. Deshalb haben wir eine Kinderschutzrichtlinie erarbeitet. Darin wird beschrieben, wie die Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Arbeit des Instituts geschützt werden, zum Beispiel durch eine Kontaktperson, an die sich Kinder und Jugendliche direkt wenden können, wenn sie an Projekten beteiligt sind. Wie Kinder und Jugendliche über ihre Rechte aufgeklärt werden. Und wie bei Verdachtsfällen verfahren wird. Wir tun alles, was nötig ist, um Kinder und Jugendliche im Rahmen unserer Arbeit zu schützen. Weitere Informationen auf der Internetseite des Deutschen Instituts für Menschenrechte.